Hi Leute, heute ist schon, jetzt muss ich überlegen, was ist denn heute überhaupt für ein Tag? Ist heute Dienstag? Doch, ich glaube, heute ist Dienstag. Ja, gestern haben wir abgebrochen, wegen, ja, einfach schlecht Wetter. Heute eigentlich auch nicht viel besser. Gestern war ziemlich windig. Ich habe erstmal Werbung drin für Sturmschäden. Aber selbst beim letzten Mal, als das so windig war, waren glaube ich nur zwei kleine Aufträge mit Sturmschäden. Also nichts Weltbewegendes, war vielleicht nicht ganz so schlimm. Ne? Naja, gucken wir mal. Heute geht es erstmal los, tatsächlich ein bisschen Gartenpflege machen. Ich habe da so 3-4 Aufträge, die ich jetzt gleich eben abarbeite. Und muss mal eben was gucken. Und ja. Ja, die will ich mal eben schnell abarbeiten, bevor das Wetter wieder schlechter wird. Jetzt gerade ist es trocken. Es scheint sogar ein bisschen die Sonne. Aber das ändert sich auch die ganze Zeit. Ne? Also Regen und Sonne wechselt sich gerade ab. Also entweder ist es richtig doll am Regnen oder die Sonne scheint. Ja, dann will ich nachher nochmal zur Pflasterbaustelle, die wir gemacht haben. Also ich habe, glaube ich, ungefähr bestimmt mindestens einen halben Kubik Sand gehabt. Ich habe das letztens gar nicht mehr gefilmt, ne? Wie das fertig aussieht. Wenn ich da nachher dran denke, mache ich nochmal ein Foto. Also ungelogen, einen halben Kubik. Ich habe gedacht, so Mist, ne? Warum hast du jetzt diesen Riesensack mit Sand mitgenommen? Der Bagger muss ja nachher noch aufgeladen werden, dann ist der ja am Weg. Wir haben diesen Sack leer gemacht, also zum Einfegen benutzt. Und es hat noch nicht mal gereicht. Also das waren jetzt so ungefähr 80, etwas über 80 Quadratmeter, keine 100 Quadratmeter, weil das so schräg zulief. Ich habe einfach nur die grobe Fläche ausgerechnet und ja, es waren dann letztendlich nur, ich glaube, 80 oder 85 Quadratmeter, die wir gebraucht haben. Und da sind mal eben ganz schnell und einfach so ein halber Kubik, ne, Sand zum Einfegen verschwunden. Überlegt euch mal, so einen halben Kubik, ne? Also ich habe vielleicht gedacht, so 4 Schubkarren vielleicht oder so, ne, das reicht. Ja, nee, geht ganz gut was rein in die Fugen, ne? Vor allem, wenn ihr da mit dem Rüttler drüber geht, dann alles das, was ihr schon mal so ganz grob eingefegt habt, ist dann auch gleich wieder verschwunden. Problem war auch so, der Sand, der war ein bisschen, ja, ist ein bisschen backig, ein bisschen feucht. Und dann klebt der so und dann rieselt der natürlich nicht so schön rein, ne? Dann haben wir das nachher natürlich mit Wasser gemacht und das richtig eingeschlemmt. Aber das ist Wahnsinn, ne? Also das war einfach nachher alles weg, ne? Also wir haben dann oben nachher noch so eine kleine, ja, Sandschicht drauf gehabt oder so, das haben wir liegen lassen. Das konnte jetzt noch mal so ein bisschen beim Regen jetzt noch mal so ein bisschen reinlaufen. Weil wenn ihr das einschlemmt oder so, dann habt ihr eben halt das Problem, dass natürlich auch immer ein hoher Wasseranteil mit dabei ist. Und oder wenn ihr es zu nass macht, dann könnt ihr das auch nicht vernünftig einschlemmen. Ne? Ja, deshalb, das rieselt jetzt erstmal quasi da alles rein. Ist bestimmt auch abgesackt, aber ich denke mal, da müssen wir bestimmt nochmal so 3 Schubkarren Sand bestimmt nochmal drin verteilen. Ne? Also das wird nicht ausbleiben. Ja, und wenn dann nachher so Autos drauf fahren und so, da Bewegung reinkommt, dann rieselt die ganze Geschichte sowieso noch mal ein bisschen runter. Naja, das nur mal so eben am Rande. Nachher zeige ich euch noch den Bagger. Ich habe jetzt das Dach ganz grob und ganz hässlich drauf montiert. Aber das ist mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht wichtig, dass das da jetzt super schick drauf ist.
einfach nur, dass es oben drauf ist und hält. Oh, jetzt knallt die Sonne hier richtig rein. Und das tut's. Und dass ich es eben halt auch wieder abnehmen kann, ne? Wenn ich mal irgendwo irgendwas machen muss oder so, wo ich das Dach nicht gebrauchen kann, weil es im Weg ist. Naja, werde ich euch nachher auch noch mal eben zeigen. Jetzt aber muss ich jetzt mal zu meinem ersten Auftrag. Der ist nämlich hier gleich. Und ja, wir sehen uns dann später. Ja, ersten Auftrag abgearbeitet. Das ging eigentlich recht gut und fix. Das habe ich natürlich wieder durch diesen Freischneider. Und da es so nass und matschig überall ist, den ganzen Dreck wieder in den Haaren. Ne? Ja. Sollte ich mir vielleicht eine Mütze aufsetzen, wäre vielleicht besser. So, also jetzt ab zum nächsten Auftrag. Parallel arbeitet eine Kollegin für mich auch noch und macht ein paar Pflegearbeiten. Das ist ganz praktisch. Die kümmert sich mehr so um diese ganzen, ja, Beetpflege, bisschen Rasen mähen, Kanten schneiden. Dann habe ich das nicht alles an der Backe, ne? Gerade wenn wir jetzt hier so diese, ja, größeren Baustellen haben oder so, ist das schon ganz praktisch, wenn die dann mit einspringt. Man ist einfach so ein bisschen entlastet von diesen, ja, nervigen Pflegearbeiten, ne? Also das werdet ihr, wenn ihr selber selbstständig seid oder so, auch merken, dass wenn man dann wirklich auch mal etwas größere Projekte oder größere Gärten macht oder so, ich stelle euch noch mal ein bisschen gerade so, dass das dann nervig ist, wenn dann Kunden anrufen und ja, können Sie noch mal meinen Rasen mähen oder können Sie noch mal meine Beete dann noch mal irgendwie machen, wo ich ja sowieso nicht so richtig Lust drauf habe, auf diese Beetpflege, ne? Also, weil ich denke dann immer so bei den Preisen, ne, die wir haben oder die man nehmen muss, ne, nicht die, die wir haben, sondern die man einfach nehmen muss, dass da einer sich noch Beetpflege, ich sag mal, leisten kann, ne? Das ist ja schon Wahnsinn, ne? Weil gerade wenn man sich dann da so reinknien muss und alles mit der Hand rauszubbeln muss, ne? Also man ist ja immer 2 Stunden dabei und mit Mehrwertsteuer und Anfahrt und, ne? Das ist ja eigentlich totaler Wahnsinn, ne? Also wo ich selber sagen würde, nee, also das ist es mir nicht wert, ne? Aber trotzdem, es gibt Kunden, die legen da einfach Wert drauf, ne? Die wollen das dann gemacht haben, ne? Und egal, was es kostet. Tja, und dann hast du wieder so diese Leute, die, wo der Porsche auf dem Hof steht, den 50 Euro schon irgendwie für den ganzen Tag Arbeit schon zu teuer ist, ne? Das ist, ja. Und da, wo du weißt, Mensch, die haben irgendwie 2 Kinder und nur er arbeitet und ne? Sie kann nicht, und aber wollen das trotzdem, dass es ordentlich aussieht, weil die Nachbarn ja irgendwie gucken könnten und reden könnten. Ja, dass es irgendwie, ja, gemacht, gepflegt aussieht, ne? Das ist schon, das ist echt Wahnsinn, ne? Ja, naja, jetzt gucke ich mir erstmal noch mal eben eine Baustelle an. Das ist eigentlich auch Pflegearbeit hier, eigentlich alle 2 Wochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir hier das letzte Mal waren. Ob das schon 3 Wochen her ist oder so. Ich will jetzt mal gucken, weil das so viel geregnet hat. Da wird bestimmt der Rasen gut gewachsen sein. Deshalb werde ich da jetzt sehr wahrscheinlich das Grundstück jetzt einmal machen müssen. Habt ihr auch schon mal gesehen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, aus der Sicht der Maschinen hieß das Video, glaube ich. Da habe ich da das Video gedreht. Und ja, da muss ich jetzt mal eben hin, gucke mir das mal eben an. Und dann entscheide ich, ob ich das jetzt eben gleich noch mache oder ob das noch ein bisschen bleiben kann. Aber sehr wahrscheinlich, was haben die denn hier gemacht? Also sehr wahrscheinlich werde ich es machen müssen, weil ich glaube, das ist schon 3 Wochen her oder so, und bei dem Wetter, ja, sieht auf jeden Fall schon vom Weiten so aus, als wenn das gewachsen ist. Ich kann euch das ja gleich mal eben zeigen. Ja, doch, auf jeden Fall muss ich hier mähen. Na gut,
jetzt hier einfach mal auf den Fußweg. Ja. So. Dann schwenke ich mich eben einmal rüber, dann seht ihr das mal. Naja, ist jetzt noch nicht so ganz extremst, aber ja, da muss mal eben einmal gemäht werden jetzt, ne? Einmal nochmal mit dem Freischneider die Kanten machen und dann bin ich da auch durch. So, das werde ich euch aber nicht filmen oder zeigen, sondern das will ich jetzt mal eben schnell erledigen. Also, ab an die Arbeit. Nachdem ich jetzt 4 Regenschauer, glaube ich, insgesamt abbekommen habe und ich irgendwie sehr nass bin, ja, bin ich jetzt auch durch mit meiner Arbeit. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich denn das letzte Mal gefilmt? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich noch, noch so ein paar Restpflasterarbeiten machen von der letzten Baustelle. Ach, seht ihr, ich habe kein Foto gemacht. Ah ja, jetzt wo ich es erzähle, ne? Na, ich fahre da ja auf jeden Fall nochmal hin. Da werde ich nochmal so ein kurzes Video oder Foto mit einfügen irgendwann. Da sind wir auf jeden Fall durch. Die Schranke, der Kasten für die Schranke. Eieiei. Der Kasten für die Schranke ist auch schon gesetzt. Da habe ich nämlich eben die letzten Pflasterarbeiten gemacht. So an der Schranke, an diesen Kasten ranpflastern. Dann habe ich noch mal ein bisschen aufgeräumt, die letzten Steine, die da noch lagen und so, alle weg. Und den letzten Schutt, das war noch mal so ein 100-150 Liter Sack voll mit Recycling-Schotter. Den habe ich da auch noch mal eben weggeholt. Ja, alles dabei eben hübsch gemacht, sauber gemacht. Ja. Waren aber auch noch mal eben 2 Stunden. Ne, mal eben. Ja, und dann habe ich eben noch Hecke geschnitten und Dachrinne sauber gemacht. Ja, sehr lecker. So eine Dachrinne voller alter Blätter. Das riecht wie Toilette. Aber egal. Jetzt ist Feierabend. Jetzt geht es nach Hause. Mal eben waschen, duschen und Happenpappen essen. Und dann will ich mal gucken, ob ich heute noch, ich weiß nicht, ob die heute aufhaben, aber zum Tierarzt. Und die müssen einmal zum Impfen, damit die dann, wenn wir dann irgendwann mal in Urlaub fahren im Herbst, dass die Hunde dann auch mal wieder aktuell wieder geimpft sind, einmal im Jahr. Weil die gehen ja immer wieder in die, ja, in die Tierpension, in die Hundepension. Die haben das dann genauso gut wie wir. Kostet auch fast genauso viel wie unser Urlaub. Aber okay. Ja, das war das. Ja, Auto ist voller Steine und allen möglichen Blödsinn. Ja, das werde ich wohl mal sehen. Morgen dann irgendwie machen. Jetzt bin ich auch echt K.O. Das reicht auch. Das war der Dienstag. Oh. Oh. Gut, in diesem Sinne. Morgen geht's weiter. Hi. Ja, einmal noch mal eben kurz in der Werkstatt. Oha, es regnet schon wieder. Ich habe eine E-Mail bekommen, darum geht's. Da geht es darum, wie setzt man Preise zusammen. Ich nehme euch mal eben in der Hand. Ich glaube, ihr könnt mich sonst kaum hören. Ne? Ich habe auch schon lange mein Mikrofon nicht mehr benutzt. Ja, wie setzt sich Preise zusammen? Ne? Also es ging darum, derjenige hat irgendwie ein Kleingewerbe, möchte aber sehr wahrscheinlich irgendwann in der Selbstständigkeit und es geht um 10 Meter Hecke schneiden und da hat er eine Summe genannt und der Kunde sagte einfach nur so, oh, viel zu teuer, ne? Wie die meisten Kunden das machen. So. Und jetzt hat er mich eben halt gefragt, so, ob das gerechtfertigt ist, dieser Preis. Letztendlich muss man eben halt selber gucken, wie lange dauert es, ne, wie lange brauche ich, was für Werkzeug, ein bisschen Sicherheit mit einkalkulieren und dann kann man ja auch einen Festpreis abgeben. Und wenn man dann auf 200 Euro kommt oder auf 150 oder wie auch immer, dann ist das eben halt so, ne?
Und wenn der Kunde sagt, oh, das ist aber teuer, dann kann man eigentlich nur sagen, ja, nee, das ist nicht teuer. Ne? Dafür, dass ich mich hier hinstelle, mein Werkzeug mitbringe, eine Versicherung habe, falls irgendwas passiert, ich auch hier rechtlich abgesichert bin etc., es hier keine Probleme geben wird mit Schwarzarbeit etc., dann ist das alles nicht teuer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sag mal so, im Nebengewerbe oder im Kleingewerbe irgendwie so zwischen 25 bis 35 € zu nehmen, finde ich in Ordnung. Wenn man nachher in der Selbstständigkeit ist mit Vorsteuer und dann komplett alles bezahlen muss, dann kann man eigentlich nicht unter 40 € nehmen. Ne? Also man muss schon eigentlich 40 € aufwärts nehmen plus Mehrwertsteuer. Demjenigen, der mir die E-Mail geschrieben hat, wurde noch gesagt, der war bei der IHK und bei der, wo war er noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Er sollte, wenn er einen Stundenlohn von 30 € nimmt, sage ich jetzt mal als Beispiel, sollte er schon gleich, als wenn er Mehrwertsteuer nehmen würde, das mit auf seinen Stundenlohn hauen. Damit, ich denke mal, so ist es, damit die Kunden quasi sich schon mal daran gewöhnen, dass wenn er dann in die Selbstständigkeit geht, dass sie dann nicht auf einmal so eine Preiserhöhung kriegen. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch aus der E-Mail falsch rausgelesen oder so. Der große Vorteil am Kleingewerbe ist ja gerade, dass ihr keine Mehrwertsteuer nehmen dürft. Das heißt, damit stecht ihr ja alle quasi aus, die Vorsteuer nehmen müssen. Ne? Also wenn ich jetzt zu Oma Erna hinfahre und es soll da Rasen gemäht werden und jemand mit einem Kleingewerbe kommt und wir stehen da vor Ort und Oma Erna fragt, was kostet denn hier Rasenmähen? Der mit dem Kleingewerbe sagt, kostet unterm Strich 100 €. Und ich stehe da und sage, unterm Strich kostet es 119 €. Wen wird Oma Erna wohl nehmen? Natürlich den, der 100 € unterm Strich kostet. So, also ist das auch ein Riesenvorteil, diese Kleingewerberegelung, weil einfach mal der Kunde 19% weniger zahlen muss. Dass ich letztendlich auch ja nur eigentlich 100 € nehme. Das sieht Oma Erna ja nicht. Oma Erna sieht ja nur diese 119 €, weil ich diese 19 € Mehrwertsteuer ja fürs Finanzamt eintreiben muss. Ne? Ich habe ja nicht die Wahl. Ich muss es ja nehmen. Ich gebe es ja nur weiter. Also letztendlich nehme ich ja auch nur eigentlich 100 €. Nur ich nehme eben, muss eben halt noch diese 19% Mehrwertsteuer mit eintreiben. Aber Oma Erna denkt natürlich, dass ich natürlich 119 € mir in die Tasche stecke und der andere nur 100 €. Das ist eben halt dieser Wahnsinnsvorteil am Kleingewerbe. Ne? Das habe ich echt geliebt, dass ich einfach mal 19% unterm Strich weniger koste als die anderen. Oder die Kunden 19% weniger schon mal bezahlen müssen als ein Selbstständiger. Und der Selbstständige ja noch in der Regel noch einen höheren Stundenlohn auch noch dazu hat eigentlich. Das heißt, ich kann ja sowieso mit einem Kleingewerbe, wenn ich das nebenbei so mache, ja auch einen niedrigeren Stundenlohn nehmen. Also, ne? Kleingewerbe ist schon eine geile Sache, gar keine Frage. Und man kann sich natürlich erstmal einen Wahnsinns Kundenstamm aufbauen dadurch, weil man ja die anderen, ich sag mal, in der Regel alle unterbieten kann, ne? Also man kann in der Regel ja einfach billiger sein als die anderen, um sich erstmal einen Kundenstamm aufzubauen. Und wenn man das dann so ein, zwei Jahre mal gemacht hat und unter noch diesen 22.000 € bleibt, dann kann man ja Vollgas geben irgendwann, ne? Wenn man sagt, okay, das läuft jetzt so gut mit diesen 22.000 €, ist das schon eine enge Geschichte. Ich will jetzt mal durchstarten, ne?
Und dann muss man sowieso diese 19% draufhauen. Das haben meine Kunden auch alle akzeptiert, ne? Da hat jetzt keiner von gesagt so, oh nee, jetzt wo du 19% Mehrwertsteuer auch noch nimmst, nee, da suchen wir uns jetzt lieber jemanden, der, nein, das macht keiner, ne? Also wenn ihr euch einen Kundenstamm aufgebaut habt oder so, wird da keiner abspringen, ne? Gut, was war denn noch die Frage oder was waren denn noch Fragen? Ich weiß es schon gar nicht mehr, das war so eine lange E-Mail. Ja, also, ne, wenn man, ich sag mal, jetzt im Nebengewerbe 30 Euro, ne, mit klarkommt, dann fangt jetzt nicht an und haut diese 19% Mehrwertsteuer oder kalkuliert die einfach in dem Preis damit ein, dass, also, weiß ich nicht, macht für mich keinen Sinn, ne? Das, also, dann seid ihr eigentlich als Kleingewerbetreibender ja dann recht teuer, wenn ihr das schon jetzt mit einkalkuliert im Kleingewerbe. Also, nee, würde ich weglassen. Das würde ich auf jeden Fall weglassen. Ich würde nur darauf achten, dass ihr nicht über diese 22.000 Euro kommt, ne? Umsatz. Aber ansonsten eigentlich alles gut. Was war denn noch? Ja, bleibt bei eurem Preis. Also wenn ihr sagt, das Hecke schneiden kostet jetzt 200 Euro, dann kostet es 200 Euro. Und wenn sie nicht will, dann soll sie jemand anders suchen. Also wenn das irgendjemand anders dann für weniger Geld macht, dann, ne, dann habt ihr eben halt diesen Auftrag nicht bekommen. Ne? Ihr könnt nicht unter Wert arbeiten. Lasst euch da nicht drauf ein. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal erlebt, dass die Kunden dann anfangen und, oh, das war teuer, oh, das sind aber welche Billiger. Ja, dann brauchen wir nicht weiterreden. Dann nehmen sie den doch. Ja, nee, können sie nicht auch ein bisschen günstiger? Nee. Nee, warum denn? Warum soll ich denn jetzt, nur weil sie mir jetzt sagen, dass da irgendjemand anders günstiger ist, soll ich jetzt hier auch mit dem Preis runtergehen, um hier so einen Preiskampf zu machen? Nee. Dann nehmen Sie den günstigeren und fertig, ne? So, das freie Marktwirtschaft. Und dann geht das nämlich los. Ja, aber der andere kann keine Rechnung. Ach so, der kann keine Rechnung. Ja. Ja, dann, ne? Dann brauchen wir also absoluter Blödsinn, ne? Bleibt bei eurem Preis. Klar will der Kunde immer so wenig wie möglich zahlen, aber lasst euch da nicht verarschen. Das werden euch alle Leute sagen, die etwas länger schon selbstständig sind oder das schon ein, zwei Jahre machen. Die werden alle das Gleiche sagen. Lasst euch nicht irgendwie mit dem Preis runterdrücken oder so, ne? Man kann, wenn das ein großer Auftrag ist und das um große Summen geht, natürlich schon mal so irgendwo einen Preisnachlass machen und nicht seinen vollen Stundenlohn kalkulieren, sondern vielleicht 10% runter oder sowas. Weil es dann eben halt um eine größere Summe geht, aber jetzt für diese Standardarbeiten oder so, nein. Ne? Lasst euch da nicht drauf ein, weil dieses, oh, da ist aber jemand, der macht das für weniger. Tja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und dann nehmen Sie den doch. Und dann kommt immer, ja, aber, der hat aber erst in 3 Monaten Zeit oder, ne? Keine Ahnung. Der hat aber keinen Anhänger, um das Grünzeug zu entsorgen. Oder. Ja, das ist ja dann nicht mal mein Problem, ne? Oder sie müssen meinen Preis zahlen und ich mache das nächste Woche oder morgen und alles ist fertig, ne? Ja, also das ist letztendlich, ne? Andere können ja auch eigentlich nicht billiger sein. Das ist eigentlich totaler Quatsch mit diesem Billiger. Gut, ich hoffe, damit sind die Fragen erstmal soweit beantwortet. Es wird jetzt auch gerade ein bisschen laut schon wieder hier. Wenn noch irgendwas ist oder so, schreibt mir gerne noch mal eine E-Mail oder eine WhatsApp. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir erstmal helfen. Also mach das mit dieser, dass du deine oder dass du eine Mehrwertsteuer in deinen Stundenlohn schon mit einkalkulierst oder so für den Fall, dass wenn du dann irgendwann selbstständig bist. Nee, mach das nicht. Nutzt einfach jetzt erstmal aus, dass du so einen niedrigen Preis nehmen kannst. Und gut ist, ne? Okay.
Mach's gut oder macht's gut. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag.